Heimische Personen aus Wirtschaft und Politik trafen sich am Bogusch zur Veranstaltung Kulinarium einfach steirisch. Der Roundtable 17 Leoben ist hier Veranstalter. Was ist eigentlich der Roundtable 17? Roundtable ist ein Service-Club. Wir heften uns aber auf die Fahnen, etwas Besonderes bieten zu können, nämlich dass bei uns das Alter des Ausstiegs mit 40 Jahren festgesetzt ist. Das hat ganz einfach den Sinn oder die Wirkung, dass bei uns am Tisch, so nennen wir unseren Club, lauter Männer mit gleichem familiären und auch beruflichen Hintergrund im Sinne von, man baut gerade auf, man schafft gerade was, man ist beruflich am Beißen, vielleicht mit eigener Firma, man baut vielleicht zur gleichen Zeit quasi ein Haus. Und da gibt es so viele Parallelitäten im Lebenskonzept, das diesen Roundtable besonders macht. Und das ist seit jeher, seit unserer Gründung, eines der Prinzipien unseres Serviceclubs. Man hätte keinen besseren Rahmen finden können als heute das Ambiente rund um den Bogusch, rund um diese Lokalität, die ja weltweit bekannt ist. Was war der Grund, dass man gerade das ausgesucht hat? Dieses Kulinarium, so nennen wir diesen Galaabend, hat ja schon ein bisschen Geschichte. Das ist heuer das siebte Mal, dass wir uns zusammenfinden. Wir waren bei verschiedenen Restaurants zu Besuch. Diesmal haben wir gesagt, wir wollen uns unserer Wurzeln besinnen und einen steirischen Abend machen. Und da braucht man nicht lange diskutieren, wenn man sagt, man möchte auf hohem Niveau typisch steirisch essen, dann führt kein Weg am Wirtshaus Steirek der Familie Reitbauer natürlich vorbei. Sie haben keine 0815-Veranstaltungen, das heißt, die soziale Ader bei Ihnen fließt ja ganz woanders hin. Das heißt, Sie haben immer etwas Besonderes, wenn Sie eine solche Veranstaltung machen. Diesmal ist das ein ganz spezielles Projekt. Ganz genau. Also wir haben uns auch wiederum auf die Fahnen geheftet, dass wir quasi nicht unsere Erlagscheine suchen, um irgendwelche Institutionen zu fördern, zu unterstützen, sondern wir sind immer auf der Suche nach konkreten Schicksalen, die durch Krankheit, Behinderung, vielleicht durch Familienschicksalsschläge quasi vom Schicksal auch gebeutelt sind. Da schauen wir uns an, gemeinsam mit Partnern, wo es Bedarf gibt, wo man helfen kann. Heute hat uns da das Bios-Institut aus Bruck ein bisschen quasi auf die Beine geholfen. Und dann geben wir aber nicht irgendeine Gelddonation an die betroffene Familie oder die betroffene Person, sondern wir machen dann eine konkrete Anschaffung, um dieses Schicksal irgendwie lindern oder das tägliche Leben erleichtern zu können. Neben dem Gala-Dinner gab es noch ein Rahmenprogramm und vor allem der Reinerlös dieser Veranstaltung kommt einem sozialen Projekt im Bezirk Bruck an der Mur zugute. Durch diese Veranstaltung sollte auch der Bekanntheitsgrad des Roundtable vergrößert und das soziale Engagement gezeigt werden.